Schauplatz CeBIT in Hannover. Messestand der Deutschen Telekom. Hier stehen die neuesten Trends und Innovationen aus der IT- und Telekommunikationswelt im Mittelpunkt. Heute auch Formel-1-Pilot Nick Heidfeld. Zwischen den letzten Testfahrten und trotz eines straffen Terminkalenders ist der BMW Sauber-Pilot gerne der Einladung seines Teampartners T-Systems gefolgt, um das zu erleben, was verbindet. Doch der Reihe nach. Formel-1-Team BMW Sauber, Nick Heidfeld. Kaum angekommen, begrüßt Nick die Mitarbeiter und geladenen Kunden im T-Systems Briefing Center. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was die CeBIT überhaupt zu bieten hat, oder? Bin ich gespannt. Prima, dankeschön. Und das ist eine ganze Menge. Sicher, schnell und innovativ kommunizieren. Wie das geht, erfährt Nick bei der ersten Station seines Rundgangs auf dem Stand der Telekom. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nach Hannover. Guten Morgen, Herr Heidfeld. Ja, wir befinden uns live hier per Internetschaltung nimmt die hunderte Kilometer entfernte Bäckerin Nicks individuelle Bestellung auf. Zartbitterschokolade, Edelmarzipan. Diese geht unmittelbar in die Produktion und von dort automatisch in den Versand. Vernetztes Leben und Arbeiten. Interaktiv geht die Führung weiter. Besonders hat es Nick der multimediale Touchscreen angetan. Ja, sieht schon sehr geil aus, aber es ist auch interessant zu sehen, was da die Zukunft noch bringt. Haben wir gerade gezeigt, wie stark sich nochmal die Übertragungsrate bei den Handys verbessern wird. Zurück im Briefing Center. Zeit auszuruhen bleibt aber nicht. Die zahlreichen Medienvertreter warten schon. Und von dort geht es direkt weiter in das Telekom-Trendforum. Hier wird das Zusammenspiel von T-Systems und dem BMW Sauber F1-Team demonstriert. ICT-Datenübertragung ist das Stichwort. Die Zuschauer sind gespannt auf Nicks Erfahrungsbericht. Wir haben, ich denke mal, weit über 100 Sensoren im Auto. Und die Daten müssen natürlich verarbeitet und dann übermittelt werden. Und das passiert während des Fahrens permanent, dass dann die Daten an die Box übertragen werden. Mächtig Andrang. Hier kann man Nick hautnah erleben und nebenbei plaudert der ein wenig aus dem Nähkästchen. Anfang letzten Jahres habe ich die Unterschrift geändert. Schreibe jetzt nur noch Nick, nicht mehr Nick Heidfeld. Ich habe auch noch zwei zusammen für meinen Bruder. Ja, klar. Weil vorher haben mir die Leute gesagt, man kann da ja gar nichts mehr erkennen, wie das halt oft bei Unterschriften ist. Und da dachte ich, dann schreibe ich halt nur Nick, dann kann man es wenigstens halbwegs entziffern. Also denke ich. Und was denken die Fans eigentlich über den Besuch von Nick? Begeistert die Menge. Und mich natürlich auch. Aufregend. Also schon was Großes, jetzt so einen Star dann doch zu bekommen. Ich denke, hätten viele andere auch gerne gehabt. Diese beiden kleinen Gäste auf dem T-Systems-Stand fordern zum Duell. Im Rennsimulator waren sie die schnellsten des Vormittags und dürfen zum Lohn gegen Nick 3 Runden drehen. Es zeigt sich, Nick wird alles abverlangt, doch am Ende gewinnt der Profi. Schnell noch ein Erinnerungsfoto, denn so langsam geht der Vormittag für Nick zu Ende. War schön, dass so viele Leute da waren, so viele interessierte Leute, denen es, glaube ich, auch gut gefallen hat. Was ein bisschen schade ist, dass ich nicht noch mehr Zeit habe und jetzt gleich weiter muss. Denn von Hannover aus geht es direkt weiter nach Barcelona. Die letzten Tests mit BMW Sauber stehen an. Aber der nächste Besuch auf der CeBIT kommt bestimmt.